Hallo Freunde, wir sind's wieder. Und zwar heute machen wir wieder was ganz anderes. Und zwar bequatschen wir heute, wie der Plan aussieht und für die nächsten Wochen, da der Ultra-Viking ja verschoben wurde aufs nächste Jahr. Leider, leider. Ja. Zerrt ein bisschen an der Motivation, muss ich sagen, so ein bisschen, weil es ist ja nicht nur, dass der Ultra Viking verschoben wurde. Es wurden ja jetzt erstmal in Deutschland alle Läufe bis Ende August abgesagt. Ja, das kommt noch schwerstens hinzu. Aber sag ich mal, das Slogan war ja Road to Ultra Viking. Das heißt, selbst wenn die Läufe der anderen weiter stattfinden werden im September, Oktober etc., findet ja der Ultra Viking ist ja nächstes Jahr statt. Richtig. Also die Road ist gerade ziemlich lang geworden. Und ja, Ja. wir sind auch so ein bisschen noch überfordert bei der ganzen Geschichte. So, was wir euch nämlich bieten sollen an Inhalten. Wir wären ja eigentlich dran gewesen, ganz viele Läufe. Also wir hätten euch ja von Nimwegen aus der Mud Edition Video geschickt, dann wäre jetzt noch ein Wächtersbachenlauf gewesen. Genau, dann in Winterberg, ich weiß gar nicht, Forest oder Hill Edition von Lakerun. Ja, Hills ist es, glaube ich, vom Lake Run wäre noch Ja. gewesen. Dann wäre Ende März auch noch das Braveheart Battle gewesen. Genau, Breath wäre es noch gewesen, genau. Also, wir hätten viel für euch gehabt. Ja, jetzt stehen wir hier und haben wenig. Ja. Ist leider so, wir sind jetzt auch schon fleißig am Überlegen, wie wir euch vernünftig schöne Inhalte mal raushauen können. Wenn ihr übrigens Ideen, Fragen habt, haut es unten in die Kommentare. Wir sind, ja, auf jeden Fall sind wir auch über jegliche Ideen und Anregungen froh. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir hatten uns jetzt nämlich dann so überlegt, was wir jetzt hier planen. Wir planen jetzt hier für Mai auf unserer Laufstrecke. Da sind wir gerade verschiedene Strecken am Ablaufen und gucken, wie können wir was mit natürlichen Hindernissen organisieren. Dass wir quasi unseren eigenen Hindernislauf machen, auch mit roundabout 40 Kilometern und auch so roundabout 100 Hindernissen, also in den Regionen von den ganzen Ultra-Langdistanzläufen, so wie auch ein Iron, Iron Viking also zum Beispiel. genau. Und dass wir dann da mal Ja. gucken. Und dass die Hindernisse höchstwahrscheinlich eher natürliche Art sind, beziehungsweise wir haben hier in der Nähe bei uns in der Laufrunde, in denen wir auch schon Videos gezeigt haben, einen Trimm-dich-Pfad. Da kann man sehr viele Hindernisse mitnehmen und diverse Spielplätze. Richtig, aber dazu müssen die halt auch wieder offen sein. Vorher können wir es Genau. nicht machen, weil ansonsten fehlen halt viele Hindernisse auf einem Spielplatz. Haben wir immer so, ich schätze mal so im Schnitt 3 bis 4 Spielgeräte, die man auch zu Hindernissen umfunktionieren kann. Und Richtig. es sind auf dem Weg, waren es glaube ich 4 oder 5 Spielplätze sogar insgesamt. Genau, einer ist halbwegs offen im Wald, den man quasi zwar nutzen könnte, mal die Rutsche hoch oder über die Wippe, wie ich halt schon im letzten Video gezeigt habe. Ja, richtig. Auf jeden Fall da haben wir was, da sind wir gerade am gucken und dass wir euch dann da hoffentlich mal auch ein schönes Video fertig machen können von unserem eigenen kleinen Hindernislauf, den wir hier zum Training laufen. Also wir versuchen uns da nicht unterkriegen zu lassen. Und ansonsten hatte ich mir überlegt, da fällt Igor so ein bisschen raus. Igor hat ein bisschen andere Trainingsmethoden. Also Igor läuft halt, er läuft halt einfach. Wie trainierst du genau? Erzähl doch mal, wie trainierst du? Ja, ich mache das nicht so professionell, glaube ich, wie manch anderer. Ich laufe einfach, also jetzt laufe ich weniger, aber sonst laufe ich halt jeden Tag zwischen 10 und ja, 15 Kilometer in der Regel. Vielleicht jetzt einmal die Woche mit dir 20 oder so, aber sonst zwischen 10 und 15. Je nachdem, wie lustig der Hund ist oder wie lustig ich bin oder wie viel Zeit ich habe. Ja, und sonst körperlich habe ich nie so viel gemacht. Also ich habe dann sonst immer Kniebeugen, Liegestütz, Burpees gemacht, aber sonst mache ich da nicht viel für. Ja. Deswegen bin ich da ein schlechter Maßstab zu sagen, dass ich hart dafür, also ich trainiere schon hart, was Laufen und sowas angeht, definitiv. Und jetzt momentan im April meine Burpee Challenge, dass ich jeden Tag 100 Stück mache. Aber sonst effektiv mache ich nicht so viel. Ich mache alles über Kopf. Ich quäle mich gerne. Ja. Und sieht dabei immer noch aus, als hätte Ja, habe ich auch. Habe ich auch. er Spaß. Ja. Ne, auf jeden Fall, da hatte ich mir überlegt, ob ich dann vielleicht für euch mal ein paar Videos mache. Wir werden dann uns mal den
den Strong Viking in Warstein rausnehmen. Und dann werde ich mal gucken, dass ich euch mal ein Trainingsprogramm zusammenstelle, mit dem ihr Strong Viking die verschiedenen Distanzen schafft in Warstein. Also als erstes wird dann wahrscheinlich das Programm für die 19 Kilometer starten und dann später das für die 13, 7er und 4er Runde. Da kriegt ihr mal alles an die Hand, was ihr wissen müsst für die Läufe und dann könnt ihr euch auf diesen spezifischen Lauf mal vorbereiten. Ja, also das ist das, was ich euch mal dann mit hier auch an die Hand geben würde, weil wir werden uns halt weiter vorbereiten. Also ich werde versuchen, zumindest nicht so out of shape zu kommen. Ja, ist einfach, und dass wir euch mal ein paar Trainingspläne an die Hand geben für so und so viele Wochen, je nachdem, was für einen Stand man hat. Und dass ihr dann die Läufe auch gut schafft, wenn ihr dann wieder losgehen, die letzten der Saison, dass man die nochmal mit Spaß mitnehmen kann, ohne dass man sich vielleicht zu sehr quälen muss. Ja, also ich trainiere, denke ich mal, auch weiter, aber ich laufe nicht so viel wie sonst für ein Ultra oder so. Ich werde nur zweimal oder dreimal die Woche joggen gehen. Ja, ich mache gerade so eine kleine Challenge. Ich will die nächsten 30 Tage jeden Tag 10 Kilometer laufen mindestens. Also habe jetzt schon die ersten paar Tage angefangen, läuft gut. Heute habe ich auch schon wieder Bock darauf, nachher loszulatschen. Nee, wird gut. Wird auf jeden Fall, denke ich, ganz gut. Und ja, da das ist so das, wie das bei uns im Moment aussieht. Also ja, viel Neues gibt es leider nicht. Wurde jetzt halt, wie gesagt, alles abgesagt. Keiner hat ein festes Ziel, dort irgendwie sich jetzt auf irgendwas vorzubereiten. Macht das Ganze halt schwerer. Das feste Ziel ist, nicht fett zu werden. Ja, zum Beispiel auch. Nein, aber das ist das, was wir jetzt dann so geplant haben. Natürlich nehmen wir euch noch mal ein bisschen was mit, aber wenn wir irgendwas Cooles haben oder was Cooles sehen und uns noch was einfällt, hauen wir es natürlich auch aus. Wir wollten eventuell auch noch mal ein Review von Equipment raushauen, von dem, was wir so bisher benutzt haben, was wir davon halten. Von den Schuhen zum Beispiel, von den Spartans, die waren, naja, gelinde gesagt, ein bisschen enttäuschend. Lauf geeignet. Ja, ein bisschen enttäuschend, die Schuhe, dafür, dass das spezielle OCR-Schuhe sind. Aber naja, ich bin nämlich ein bisschen enttäuscht. Also das, was die versprechen wegen Hindernissen, können die es komplett nicht halten. Ja. Als Outdoor-Trail-Schuhe sind die mega gut, aber als Hindernislauf-Schuh, nein. Genau, das zum Spoiler dazu. Mhm. Zu unserem Fazit. Nee, aber da wollten wir euch auch nochmal genau erklären, warum, wieso, weshalb. Was wir von den Schuhen behalten zum Beispiel. Weil das ja doch einer der wenigen Schuhe ist, die speziell für Hindernisläufe da sind. Und wir den jetzt auch mal beim 42-Kilometer-Lauf ausprobiert haben. Und ich denke mal, das ist doch schon eine sehr gute Distanz, nach der man auch sagen kann, ist der Schuh gut oder ist er nicht gut. Da, sowas kommt dann auch nochmal, oder wenn wir halt auch mal ein paar geile Sachen finden, noch Ideen haben, dann hauen wir euch da mal ein bisschen was raus. Genau, und ich will mir jetzt eine Weste bestellen. Zwischen 6 und 10 Kilogramm kann man dann befüllen. Mal gucken, wie viel Spaß es damit macht, laufen zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber das ist dann halt eher für die fortgeschritteneren Leute. Und ja, viel mehr gibt's gerade nicht zu sagen. Wir sind am Ausarbeiten, dass wir für euch da ein bisschen was Cooles zusammenstellen, dass ihr Spaß habt. Genau. Ja, soweit war es, denke ich, von uns. Oder hast du noch was darüber? Nö, ich hab für heute nicht. Mein Maskottchen liegt hier unten, wie man auf meiner Schulter sehen kann. Ja. Der schläft. Aber sonst habe ich nichts mehr. Okay. Also Freunde, ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Wir uns auch nicht. Wir versuchen hier alles für euch zu geben und euch dann trotzdem ein bisschen was zu liefern. Und eventuell ballern wir auch mal eine Virtual Challenge irgendwie raus. Können wir mal schauen, dann machen wir eventuell mal einen Livestream von der Laufstrecke oder so ein Scheiß. So einmal komplett live mit uns laufen. Das können wir mal testen, ob das funktioniert. Werden wir mal testen, aber... Können wir dann live mit dem Handy senden. Richtig, eben. Live mit dem Handy raushauen. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Bisschen Hirngespinst. Wir schauen auf jeden Fall. Checkt unten den Link auch für Instagram in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, sowas von uns zu sehen, zu hören, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ja. Und kommentiert. Und kommentiert bei Fragen, wir sind für Anregungen. Für jeden Scheiß zu haben. Richtig. Fragen, Anregungen, wir sind für jeden Scheiß zu haben. Also, Leute, bis dahin, macht's gut. Ciao.